Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tomb Raider. So, wir sind gerade dabei, die blaue Markierung zu gelangen. Und ich hatte da auch eine Idee gehabt. So, wir machen das folgendes. Wir gehen nach oben. Und dann, genau hier. Genau da. Richtig. Boah, der Wind wird da stärker. Komm jetzt. Lara, komm. Nix da. Boah, wir haben's geschafft. Captain Jessam! Wo ist der hin? Das frage ich mich auch. Wir beleuchten diese Gegend mal. Da, hier und hier, okay. Haben wir hier was zum Aufheben oder so? Nichts, alles klar. Na dann, gehen wir mal weiter. Und ich bin mal gespannt, was auf uns erwartet. Ab hier ist es blind bei mir, auf jeden Fall. Die Statue können wir nicht anzünden, okay. Ausnahmsweise können wir die nicht anzünden, okay. Rod hat uns von dem Flugzeug erzählt. Keine Sorge, wir kommen schon von hier weg. Hoffentlich. Habt ihr was von Sam gehört? Ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast. Das klingt gar nicht gut. Hey, keine Sorge, sie macht sicher nur eine Besichtigung. Du bist ein schlechter Lügner, Alex. Ihr müsst da drin vorsichtig sein. Viel Glück. Oh cool, ein Lager haben wir jetzt, ein Lager, super. Das geht jetzt nicht. Oh, für den Bogen bekommen wir auf jeden Fall noch Upgrades, denn da steht ja nur 40%. Da würde ich dann mal sagen, dass wahrscheinlich dafür noch Verbesserungen zur Verfügung stehen werden. Ein größeres Magazin für 15 zusätzliche Kugeln brauchen wir nicht. Wir haben ja eigentlich genügend, aber für die Pistole gucke ich auch mal nach. Salvenmodus. Ja, ist jetzt alles mit erweitertes Magazin, ne? Egal, dann lass uns mal das hier machen, ja. Großraummagazin, super. Und jetzt geht's weiter. Boah, hätte ich beinahe übersehen. Ratten. Das sind Erfahrungspunkte für mich. Hey! Warum haust du ab? Ach man, schade. Boah, ziemlich dunkel hier diese Gegend. Wir gehen mal weiter. Diese Ruinen sind älter als die Kofun-Periode. Boah. Ey, das sieht echt bewundernswert aus. Echt nice.
Alles klar, ansonsten haben wir hier nichts aufzusuchen. Eine Pilgerfahrt. Boah. Was ist das denn? Eine Königin. Himiko? Das hier? Ist das die Königin Himiko? Wir werden es irgendwann mal herausfinden. Unglaublich. Was ist das denn? Captain Jessup? Da ist der, da ist der, da ist der. Oh mein Gott. Für ein Kind hast du mir ziemlich viel Ärger gemacht. Aber du bist ebenso naiv und berechenbar. Tötet sie! Das sind sie, die Oni-Wächter! Du Heiliger, wo sind wir denn jetzt? Komm! Komm, 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 komm! Autsch! Autsch! Boah, wir fallen aber auch jedes Mal runter. Also lag ich wohl doch richtig, dass Matthias ein gefährlicher Typ ist. Boah, und diese Typen sehen echt gefährlich aus. Ach du Scheiße, ey, da hat sich echt Schiss bekommen. Auch wenn das nur ein Spiel ist, natürlich. Auf jeden Fall waren die eindeutig brutaler als die anderen Gegner. Was ist das denn für ein Ort, ey, voller Menschen? Genau die meine ich. Oh oh. Schön langsam weg von ihr, weg von ihr. Oh, abgetrennte Köpfe. Oh du Scheiße. Kloster an der Schlucht. Boah, das ist wirklich ein sehr stürmiger Ort. Schrotflintenpatronen. Krass, ey, dass wir hier noch Schrotflintenpatronen bekommen werden. Ach du Heiliger, ach du Heiliger. Scheiße. Hoffentlich funktioniert das Ding. Schützengraben, Schrotflinte. Bam. Können wir die nicht nachladen oder so? Sie suchen nach mir. Auf jeden Fall brauche ich noch ein paar Patronen. Vielleicht finden wir hier Patronen, oder? Nein? Okay, dann gehen wir wieder rauf. Und standen mal da drüber. Wow! So. Ich bin der Bogenschütze.
Das ist echt ein mysteriöser Ort. Ich hasse Gräber. Eine Sonnenkönigin und ihre Sturmwache. Ist es das, was ich gerade gesehen habe? Himiko, die erste Sonnenkönigin. Das ist Yamatai. Du bist wirklich hier. Und wirklich, wirklich tot. Das sieht aus wie ein Feuerritual. Ein Opferritual. Schrecklich. Aber warum wurden die Frauen verbrannt? Eine Reise. Eine Pilgerfahrt nach... Ach, ist das dieses Kloster? Wasser eingießen. Aber warum? Und da bist du, Königin. Moment. Da wird kein Wasser eingegossen, sondern Macht übertragen. Das ist ein Aufstiegsritual. Die Wahl deiner Nachfolgerin. Da ist sie! Oh nein. Leg sie um! Oh je, oh je, oh je. Zack! 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 Dafür brauche ich nicht mal eine Waffe zu haben. Bam! Bam! Zack! Bam! Oh je, da kommen auch welche. Gut, das fallen wohl alle. Schrotflintenpatrone bekommen wir auch noch zusätzlich. Wie geil. Munition und Schrotflint haben wir voll. Waffenmodifizierung verfügbar. Verbessern die Waffen im Lager. Geil. Das ist also die Himiko anscheinend. Die Sonnenkönigin von Yamatai. Okay, alles klar. Was zum Teufel ist da unten los? Boah, scheiß, scheiß. Wow! Was zum Teufel ist das? Wie kann ich wieder zurück? Da guck ich mal nach. Ah, okay. Nur die Schrotflinte. Jetzt mach doch. Fuck it, Alter. Oder Moment mal, ich hab da eine Idee. Wir könnten. Genau. Der wird dann da einstürzen. Genau. Richtig. Mann, bin ich dumm. Jetzt dafür habe ich Schrotflintenkugeln geballert, aber wir haben ja sowieso eine bekommen. Geschützte Nische. Lager. Ein Fähigkeitspunkt haben wir. Wir machen mal Kämpfer-Upgrade. Betäuben Sie Ihre Feinde mit zwei schnellen Hieben mit Ihrer Kletteraxt. Axt-Experte, versetzen Sie Feinde mit Ihrer Kletteraxt einen tödlichen Hieb.
Ausweichkonter. Weichen Sie einem Gegner aus, stoßen Sie ihm einen Pfeil ins Knie und versetzen Sie ihm dann den Todesstoß. Überlebensupgrades. Setzen Sie Ihre geschärften Sinne ein, um versteckte Belohnungen zu finden. Das würde auch Sinn machen. Verbessern Sie Ihre Kletterkünste, um sich schneller fortzubewegen und Sturzschäden zu vermeiden. Boah, Rang 3, ey. Krass. Jäger. Schalten Sie Ihre Feinde mit Finesse aus, um größere Belohnungen zu erhalten. Erfahrene Mörder. Also wenn ich ehrlich bin, könnten wir das mal machen, oder? Mal irgendwann mal... Nee, wir machen das jetzt. Sammeln Sie mit Kopfschüssen, Exekutionen und lautlosen Kills zusätzliche Erfahrungspunkte. Yeah, okay. Schrotflinte am Anmarsch! Genau das. Ach du Heiliger. Komm, wir müssen aufpassen. Schön aufpassen. Bevor wir weitermachen bei dieser spannenden Szene, würde ich sagen, wir machen mal einen kleinen Cut und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann.